Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft FeeZBeeZ Infinity Skyblock. So, wir haben jetzt endlich den fertigen Machine Frame. Hier. Da ist er. Das heißt, wir machen jetzt einen wundervollen, formschönen Environmental Controller. Dafür einmal zack. Und zack, den haben wir. So, hierfür brauchen wir jetzt die Regeneration-Module, das heißt ein Regeneration-Plus-Modul, das heißt dafür brauchen wir aber ein Regeneration-Modul und dafür brauchen wir Iron Golems, das heißt wir nehmen ein paar. Habe ich keinen Pumpkin? Wow. Dirt. Sticks da. Und dann die Bones. Holen wir hier mal den Mattock raus. Bei dem Stone Mattock von damals ist es aber auch echt geblieben, ne? Zack, das sollte eigentlich schon reichen. Das kann weg. Dann brauchen wir erstmal einen Iron Golem. So, du willst mir doch bestimmt deine Essenz geben. Dankeschön. Es war schön, mit dir Geschäfte zu machen. Lass mal dich mal hier. Vielleicht können wir dich noch gebrauchen. So, die können weg. Die können weg. Jetzt hier mit. Ich habe keine X6. Warte. Ich habe einen Masterplan. Ich habe einen Masterplan. Na. Nein, das geht nicht. Das zählt auch als Farbe. Wolle. Das muss gehen, komm schon. Ja. So, und die können wir jetzt recyceln, ne? Muss ich jetzt echt einen Crusher aufbauen? Boah, da kann er jetzt. Was gehen wir jetzt schon wieder gegen den Piss, ne? Nehmen wir hier ein bisschen Stone. Und machen dann die hier mal 1, 2, 3, 4, 5. Ja, es ist ganz 5. Ups. Okay, ich bin gerade wieder zu ruhig geworden, ne? Einen Builders Wand. Zack. 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 Zack, zack. Und dann. Zack und zack. Sehr schön. Dann, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Wir brauchen noch ein paar Nooks. So.
Dann unser Sink. Das haben wir doch hier. Wo ist unser Teil? Dort nehmen wir Sink. Water? Oder war ich das hier? Wie ist das? Muss ich ernsthaft ein neues machen? Oder habe ich das hier reingepflanzt? Ich wollte doch sagen, das kann nicht weg sein. Also, jetzt mal im Ernst, als würde uns unser Teil dort neben dort Zink irgendwie verraten. Da glaubt er doch selbst nicht. So. Das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Ich hätte gedacht eigentlich, dass ich Insects habe. Ich meine, das ist irgendwie so eine Ressource, die hast du eigentlich immer. Ja, komm, machen wir mal so. Unendliches Wasser haben wir schon mal. Einmal hier auffüllen. Dup, dup, dup. Flup, flup. Jawohl. So. Und so. Und dann einfach müssen wir warten, bis hier Tintenfische spawnen. Das sollte aber, glaube ich, relativ schnell gehen. Dann können wir in der Zwischenzeit noch weitermachen mit Blood Magic. Ja, darauf war ich jetzt nicht gefasst. So. Wir wollten noch das Divination Sigil machen, ne? Oder war das Division? Divination Sigil, war richtig, okay. Okay, wir brauchen Mana-Glas. Ich weiß, ob ich da schon was auf Vorrat gemacht habe. Einfach weil es sich gehört. So. Und dann halt. Das könnte hierbei sein. Ist es nicht. Das geht natürlich nicht. So, das dahin, das dahin, das dahin. Zack. So. Dann können wir jetzt einmal hier wieder das Rezept reinmachen. Die Waystones. Stone. Shards und Blood Orb. Mit dem Divination Sigil können wir einmal richtig machen. Könnte es sein, wir haben in unserem Blut eine Zweck 200 LP. Wenn wir es einmal so machen, okay. Im Altar sind gerade 4300 LP drin. Hat eine Kapazität von 10.000. Und es ist ein Tier 1 Altar. So, das Schöne ist, wir können darüber halt jetzt immer schauen, wie weit unser Blutaltar ist. Jetzt können sehen, okay, wir brauchen noch was. Sehen auch, dass es am Arbeiten ist. Und wenn der jetzt halt fertig ist, dann müsste, wenn alles klappt, wir nehmen jetzt hier diesen Blattopfer, die Blattwunde raus, setzen das dahin und Altar Tier 2. Wir haben einen Tier 2 Altar. Sehr schön. Boah, bin ich müde. Dabei bin ich eben jetzt auch aufgestanden. Aber naja. So. Wie machen wir jetzt weiter? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich werde wahrscheinlich später mal die ganzen wirklich mal schauen, vielleicht das, ob es geht, das ganze Funkwurf-Buch durchknüppeln. Ich bezweifle es. Da fällt mir gerade mal so ein, habe ich eigentlich schon ja wenigstens etwas. Wir können alles gebrauchen an Alter, da war viel drauf. Boah, ja, das können wir scannen, ne? Ja,
Ja, gib mir schon Punkte, ich brauch das. Rüstung können wir immer gebrauchen. Oder mich ja das auf dem der Depth. Wieso ist auf mir das? Jetzt im Ernst. Wieso zum Henker ist auf mir das Element des Teufels drauf? Ich fühle mich verarscht. Ich bin ein Mensch. Ich kann craften. Ich bin Zerstörung und ich bin der Teufel. Ich fühle mich gerade übelst verarscht. Dankeschön, Spiel. Hab dich auch lieb. So. Scheißspiel. So, was können wir denn jetzt gerade machen? Wir könnten mal schauen, dass wir einen Alchemie-Katalyst machen. Dann machen wir Golden Chalk. Da brauchen wir Virtual Chalk, da brauchen wir Gypsum und Tear of the Goddess. Das heißt, wir brauchen eine Distillery. Okay. Was brauchen wir denn für eine Distillery? Da. Ein Arcane Alembic. Okay, ich würde erstmal sagen, machen wir dann doch erstmal hier ein bisschen weiter. Bei Farmcraft haben wir. Wo ist das Pharmonomikon? Da. Alchemie. Das haben wir schon, genau. Ich würde ganz gerne schauen. Das hier will ich, bevor ich jetzt wirklich großartig anfange mit Formcraft, will ich die ganze Scheiße hier durch haben. Weil ich das Formic Energistics System haben möchte, dass wir auch hier ein ME-System aufbauen können. Ja, man kann Formcraft mit einem ME-System verbinden. Und generell, das Ganze geht so weit, dass wir die ganzen Essentia, diese Fiolen, kannst du auf diesen Platten speichern. Können wir die Rezepte eigentlich davon schon sehen? Ja, das wäre wahrscheinlich, ne? Ja. Faumium haben wir schon, ja. Ich glaube generell, das wäre tausendmal einfacher. Das hier. Genau, Magical Wood haben wir. Ich will aber die Saplings haben. Ja, komm, dann machen wir jetzt doch mal einen Arcane Alembic. Da brauchen wir einen Wisp-Filter und wir brauchen Silver Wood. Okay. Was ist. Da muss auch irgendwas anderes mit Order sein. Was ist hier mit den Shards? Haben die noch nicht gescannt? Mit Quarz? Nein. Zertes Quarz? Was mit unserer kostbaren Zertes Quarz Range? Auch die hat ja gar nichts. Hat das ja nur so 2000 Stunden gekostet. Das QED. Ja, das werde ich aber nicht loswerden. Quarzglas. Das hat Zerstörung, alles klar. Alles hier in der Welt ist Zerstörung. Quicksilver, aber komm schon. Ist das eine Teilung? Boah, das ist doch jetzt ein Witz. Haben wir. Haben wir. Redstone haben wir noch nicht. Ach, verdammt. Shiny. Bald. Lapis. Ach, das ist ja jetzt bald ein Witz. Wir sind hier wirklich alles auf dieser Scheißwelt Zerstörung? Yellorium, komm schon. Halt gar nichts, alles klar, gönn dir. Glowstone Dust. Ich krieg einen Affen. Sylphurs. Amber. Wo ist denn. Okay. Ey.
Ich bin gerade echt am Verzweifeln, ne? Alter, wir haben 99.000 Enderman-Köpfe. Alter Vater. Plutonium lasse ich mal gerade außen vor. Iridium. Komm schon, Zombie Brains. Ach, leck mich doch. Netherwarzen. Eine Kast hier. Ach Mann! Ey Mann, es ist zum Verzweifeln. Pfeile. Nein. Rotten Flash hatten wir. Aluminium. Weißt du was? Silver Woodlock. So. Kann man halt was über. Und da können wir einfach dann. Wie viel haben die? Das heißt so und. Machen wir das so. Wie viel hat das überhaupt? Ein Silver Woodlock. So. Da dürfte jetzt aber was übrig geblieben sein, ne? Ach, kann man das so gar nicht mehr sehen? Okay. Den könnten wir jetzt nicht so einfach klein machen, ne? Das müssen wir jetzt entweder in der Mana Infusion oder in das Sommel. Da würde ich sagen, ab zur Sommel. Das würde ich momentan nicht vergeuden. Später, wenn wir davon Zaplings haben, können wir das gerne vergeuden. Halt. So. Silverwood Planks. Wie sieht das jetzt hier drüber? Haben wir schon Squids. Jawohl. Oh ja, Befriedigung. Ah ja, habe ich glaube ich gar nicht gezeigt. Ich bin jetzt momentan hier Sprucewood, Oakwood und Birchwood am Anpflanzen. Wobei ein Holz momentan bevorzugt habe ich das Birch genommen. Wird schon direkt gecompressed zu Paper. Wie viel ist da schon reingekommen? 17 Stück, ja gut. Dann sollte ich vielleicht auch mal. Oh, ich habe jetzt Birchwood. Sagen, Birchwood geht hier nicht rein, sondern nur da rein. Es war genau, das war die Scheiße, Mist. Mach ich später. Sonst verliere ich hier gerade noch die Zeit. Da ist unser Eisengolem. Jetzt können wir wenigstens mal sagen, wir möchten das hier und das hier. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wie wir da drüben Energie hinkriegen. Wobei, was ist, wenn ich das hier hinpacke? Reicht das bis hier hinten? Jawohl. Oh, daran habe ich so gar nicht gedacht. Halt jetzt, wo wir das haben, können wir einfach sagen, das kann weg.
Das kann weg, wenn wir uns jetzt Blut abzapfen. Ihr seht, wie schnell das jetzt wieder kommt. Es tut so gut. Also jetzt sollte das 1000-mal schneller gehen. Und zack, und schon haben wir. Wir haben die vollen 10.000. Sehr schön. Wo wollte ich überhaupt hier dran? Ich hab's schon wieder vergessen. Stimmt, wir wollten die Distillery machen. Boah, werd ich momentan aus dem Kontext genommen. So, wir waren jetzt hier dran. Arcane Alembic, ne? Das haben wir, und das waren jetzt zwei Gold noch, genau. 1, 2. Schön, alles scannen. So. Oh, Zauberstab rein, den habe ich auch wieder aufgefüllt. Wenn ich weiß, wie ich den auffülle, das ist eigentlich ganz einfach. Dem fehlen jetzt hier Wasser und Aqua und Auto. Ich gehe dann hier zu meiner Mob-Farm hin. Und dann, wenn die Mobs schön immer spawnen. Na? Da haue ich mal wieder zwei Endermans. Den Schaden. Und wie, ich zeige auch noch oben im Bildschirm, schaut jetzt mal nach oben links. Da, habt ihr gesehen. Kriege ich hier die Kohlen rein und schon sind wir fast wieder voll. Da geht noch was, kommt schon. Lass mal ein paar mehr droppen. So, jetzt haben wir voll. Nicht wahr, Edgar? Warte mal. Ich schaffe es jetzt auf den Namen Edgar, aber Edgar, komm mal her. Danke. Auf die Erde? Ja gut. So. Der wieder rein. Und jetzt für einen Arcane Alembic brauchen wir 5 Eisen, ein Gold und ein Bucket. Ein Bucket haben wir. Ein Gold und 5 Eisen. Flup, flup. Arcane Alembic, sehr schön. Oh, jetzt brauchen wir Order of Purity. Das waren Hawthorn Saplings. Das kommt dahin. Wir nehmen jetzt mal hier die Drum mit. Und lassen die dann mal hier wieder was nachfüllen mit Lava. Wobei, hatte ich nicht sogar noch eine. Stimmt, ich hatte hier noch Lava. Ja gut, ne? Dann hat sich das erledigt. Die eine. Den Portable Tank stellen wir dann auch hier zu, weil wir hier gefühlt am meisten Lava brauchen. So, dann einen Mana Diamond. So, gefühlt habe ich heute nichts geschafft. Aber ich glaube, wir machen schon ganz gut Fortschritte. Halt, hier war's. Wurf of Magic, haben wir davon noch was? Jawohl. Eine Tür in Stone. Okay, Alembic. Eine Tür in Stone. Wurf of Magic, Order of Purity. Wurf of Magic haben wir. Jetzt hätte ich auch gerade Manas hier mitnehmen können. Order of Purity haben wir auch. Sehr schön. Und dann war das nur noch Mana-Stil, nicht wahr? 5 Stück. Bei mir kommt die Kopf voll komisch. So. War das so, ne? Nee. 2 Gold noch.
Das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Gold. So. Distillery. Sehr schön. Die packen wir dann jetzt mal frisch hier hin. Ah, hast. Gut. Sehr schön. Dieses Gebräu können wir auch machen. Und das haben wir jetzt für den Catalyst gebraucht, ne? Wo haben wir denn da? Für die Golden Chalk, weil wir da Tear of the Goddess brauchen. Haben wir noch Clay Jars? Nein, wie viel Zeit haben wir noch? Oh scheiße, die Folge ist rum. Gut. Dann mache ich jetzt hier alles fertig. Und dann in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Boah, gerade haben wir wieder so einen Plan, was wir machen können. Aber das Problem ist halt einfach wirklich mit diesen ganzen Magie-Mods-Gedönsel-Kacke, Fritze-Pitze. Du musst viel Offscreen machen. Das ist halt ein bisschen nervig. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich fange jetzt auch mal an, die Folge für heute hochzuladen und für morgen. Nehme dann später vielleicht mal auf, weiß ich noch nicht. Aber bereite jetzt auch was vor. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Grüß wieder in Zukunft, Sorge, und bis dahin. Tschüss.